Kollege Dr. Dieter Dehm von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Westerwelle, Frau Merkel, Sie haben bisher noch keine Griechen gerettet, sondern nur die Besitzer griechischer Schuldverschreibungen. Das ist die Wahrheit. Nicht die Spareinlagen der kleinen Leute bei uns, sondern Josef Ackermann, der Sie berät und den Sie Geburtstag im Kanzleramt feiern lassen. Der Ackermann-Merkel-Kurs zwingt die südeuropäischen Konjunkturen in die Knie und auf die Knie. Aber wenn Griechenland und Spanien fallen, wenn sie die Eurozone nicht halten können, dann können sie auch unsere Exportkonzerne einsacken. Meine Damen und Herren, während Deutschlands Bürger morgen wieder für Ackermann und die Finanzhaie mit gut 253 Milliarden bürgen sollen, schließen in Kommunen Schwimmbäder und Kulturzentren. Überall wird städtische Daseinsvorsorge in dieser Not zu Cashflow gemacht, in die Privatisierung getrieben, privare, das heißt lateinisch rauben. Aber die Gemeinden sind unser Zuhause und kein Fraß für Finanzhaie. Statt Schuldverschreibungen, meine Damen und Herren, brauchen wir Nachfrage in den Verbrauchertaschen. Städte und Gemeinden müssen wieder kaufkräftig werden, und so müssen auch Löhne und Renten steigen. Das ist das Antikrisenkonzept, das Ihnen neuerdings sogar konservative Ökonomen vorrechnen. Was glauben Sie denn, warum Frank Schirmacher, Herausgeber der größten konservativen Zeitung in Deutschland, der FAZ, schreibt vor 3 Wochen, ich fürchte, die Linken hatten recht. Deutsche Billiglohnjobs sind der Motor immer tiefer hinein in die Krise. Solange in Deutschland als einzigem EU-Land und größtem derart weiter die Reallöhne sinken, in den vergangenen 10 Jahren um 4,5% als einzigem EU-Land, und die Exportüberschüsse steigen, solange die Länder Süd- und Osteuropas sich deshalb weiter verschulden müssen, weil deutsche Lohnpresser mit immer schneller und mit immer aus billigerer Arbeit hergestellten Produkten mit höchster Produktivität diese Märkte überschwemmen, wird die Krise immer schlimmer. War da nicht mal die Rede von einer Finanztransaktionssteuer? War da nicht mal was mit der Krisenbeteiligung privater Gläubiger und Großzocker? Das wurde auf die freiwillige Basis abgeschoben, so als ob man den Marder im Blutrausch bitten könnte, sich selbst die Maulsperre einzuziehen. War da nicht mal was von der Erhöhung, mit der Erhöhung der Risikodeckung der Großzocker, was selbst der Internationale Währungsfonds erst vergangene Woche gefordert hat? Die Deutsche Bank hat hartes Eigenkapital von 30 Milliarden Euro bei einer Bilanzsumme von 2.000 Milliarden Euro. So sieht die nächste Zeitbombe aus. Das Bundesverfassungsgericht soll ja wohl alle Beschwerden zurückgewiesen haben, aber beim Bundesverfassungsgericht haben wir gelernt, in die Auflagen hineinzuschauen. Und ich greife dem nicht vor, wenn ich sage, wer eine umfassende parlamentarische Kontrolle der EFSF, der anderen Pakete, ablehnt und sagt, sie sei nicht möglich, weil die Finanzmärkte immer schnellere Entscheidungen forderten, der ist ein Gegner unserer Verfassung. Wer beim Änderungsgesetz die parlamentarische Mitwirkung beschneidet, zwingt auch die Linke, erneut nach Karlsruhe zu gehen, und auch dieses wird nicht erfolglos bleiben. Als ich letzte Woche ein Deutschlandfunk-Zitat von Ihnen, Frau Merkel, auf den Nachdenkseiten von Albrecht Müller gelesen habe, habe ich erst gedacht, da muss der Albrecht Müller einer Stimmparodistin zum Opfer gefallen sein. Ich zitiere mal mit Genehmigung des Präsidenten. Wir leben ja in einer Demokratie, Dankeschön, und das ist eine parlamentarische Demokratie, auch hier Dankeschön für die Belehrung, und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Auch diese Erkenntnis ist dankenswert. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, und das lassen Sie sich jetzt bitte ganz langsam auf dem Hirn zergehen, so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Frau Merkel,
Es gibt hier in diesem Deutschen Bundestag, und da muss ich auch Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen in Schutz nehmen, noch ausreichend Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht daran denken, sich marktkonform hier zu verhalten, sondern demokratisch zu verhalten. Weil es Millionen, das werden Sie von der FDP wahrscheinlich nie begreifen, weil es noch Millionen Dinge und Menschen auf dieser Welt gibt, die wir nicht den Märkten unterordnen dürfen. Und die wie ein Gottesurteil, die wie ein Gottesurteil, wie ein Olymp beschworene Finanzmärkte bestehen in Wahrheit aus 5 Großbanken und 3 Ratingagenturen. Und dann gehört noch dem Hauptaktionär der Deutschen Bank, BlackRock, die beiden von den größten Ratingagenturen 2. Also BlackRock ist noch das Verbindungsglied zwischen Deutsche Bank und den Ratingagenturen. Das sind die Finanzmärkte, denen Sie parlamentarische Entscheidungen unterordnen wollen. Gegen diese 5 Großbanken und diese Ratingagenturen gehen Kolleginnen und Kollegen, Demokratinnen und Demokraten in diesem Land nicht konform. Sie gehen nach Karlsruhe. Sie gehen auf die Straße. Wir werden diese Bankenmacht brechen müssen, wenn uns unsere Demokratie, unser Parlament, wenn uns unser Leben lieb ist. Das Wort